Ich. So. So. Jetzt haben wir, glaube ich, alles durchgesehen. Nee, da. Von da aus. Hier ist noch was. Ah ja, das Buch. Aber das ging vorher nicht. 7. Januar 1993. Heute habe ich etwas gemacht, das meinen Brüdern seit langem nicht gelang. Ich bin auf Spuren der Nachfahren von Rudolf gestoßen. Es handelt sich um ein Mädchen, eine Waise. Ich weiß jetzt, wie ich sie adoptieren kann. 10. Juni 1993. Geschafft. Jetzt ist Sarah meine Tochter. Ironie des Schicksals. Ich werde die Vaterrolle für ein Kind übernehmen, dessen Tod eine neue Ära einleiten wird. Boah, ist das krank. Etwas muss ich noch festhalten. Das Amulett, das ich für das Ritual benötige, wurde bei den persönlichen Gegenständen des Mädchens gefunden. So viel Glück konnte ich gar nicht fassen. Daher wollte ich es testen. Ich habe die Zauber getestet, angewandt und das Amulett in die Feuerstelle geworfen. Es blieb die ganze Nacht über unversehrt. Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass das Amulett echt ist. Ja klar, weißt du? Jetzt machen sie auch noch einen auf, wirf etwas ins Feuer. Das ist überhaupt nicht von Herr der Ringe, nein. Wirf aber etwas ins Feuer. Das passt schon. Hm? Soll nett sein. Ah, okay, ich kann die noch umblättern. 15. August 2004. Erschaffung des Golems. Lehmriesen. Großartige Zauber von Kaiser Rudolf II. Gelesen und eine Figur eines Zwergs oder eines 8- bis 9-jährigen Kindes aus Lehm gebaut. Die vorbereitete Figur sollte zum Leben erweckt werden, indem ihm das Wort Leben eingehaucht oder auf die Stirn geschrieben wird. Der Golem kann nicht sprechen und besitzt keine Seele. Er wächst aber schnell und wird zu einem Riesen, der einen Felsbrocken mit einem Hieb zerschlagen kann. Der Golem führt alle Befehle aus und gehorcht seinem Schöpfer blind. Erledigt die schmutzige Arbeit, ausgezeichnet. Leider, oder glücklicherweise, je nachdem, ist er ziemlich dumm. In den alten alchemistischen Dokumenten steht, dass ein unkontrollierter Golem ein Selbstbewusstsein entwickeln und seinen Besitzer zerstören kann. 13. Juli 2005. Nach langer Suche habe ich endlich den Ort gefunden, an dem Rudolf II. Den Golem versteckt hat. Es wird nicht einfach werden, ihn zu bekommen. Und es wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber das ist kein Problem, denn es wird noch einige Zeit dauern, bis das Mädchen für das Ritual bereit ist. 2. August 2010. Leider waren unsere Bemühungen, einen Golem zu erschaffen, bisher erfolglos. Aber schon bald wird der Golem von Rudolf II. Mir gehören. Im Leben einzuhauchen sollte kein Problem darstellen. 15. Oktober 2010. Heute beginnt der letzte Abschnitt unserer Arbeit. Der Golem ist in meinem Labor und ich vertraue voll darauf, dass ich ihn zum Leben erwecken kann. 23. Oktober 2010. Auf diesen Moment warte ich seit Jahren. Es ist endlich soweit. Sarah ist für das Ritual bereit. Ich muss nur noch bis morgen warten. Kompliment natürlich an eure königliche Hoheit, Kaiser Rudolf II. 1. November 2010. Ich habe das Amulett, teste es aber wohl besser, bevor ich das Ritual durchführe. Hoffentlich hat es das Mädchen nicht gegen ein anderes vertauscht. Okay. Haben wir es jetzt durch? Also weiter ging es nicht, deswegen. Klingt wie eine Sekte. Ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, direkt am Anfang, die Einleitungsszene, waren, glaube ich, auch so eine Art Sektentypen, die da zu sehen waren. Und dieser Golem war auch zu sehen, meine ich. Das Amulett ist in der Feuerstelle. Ich brauche eine Zange, um es herauszuholen. Pass ihn an. Er ist ganz kalt. Carl has taken precautions. I need to find a way to remove the amulet from the fireplace. Ja, nee. Ist klar. Hey. Dann sind das bestimmt so komische Sektenanhänger. Ja, wahrscheinlich. Sekten, Bieren, Wein, Schnapsen. Alles dasselbe. Dreht sich bei dir eigentlich immer alles um Alkohol? Wobei, warte. Nein, beantworte es einfach nicht. Ich kann's mir denken.
letzter Zeit wieder. Aber jetzt. Sag mal. Wetten, ich darf sie... Ja. Muss es irgendwie abkühlen. Kipp Essig drauf. Okay, nee, doch nicht. Wasserbad. Ist hier irgendwo Wasser? Ich brauche Wasser. Ich sollte herausfinden, wo der Inhalt von einem Fass mit dem Symbol drauf ist, okay? Also irgendwo soll hier Wasser sein. Oh, mach, das grenzt es ein. Ah, warte, wir haben Staubwedel. Och nö! Nicht wieder finde den Weg. Bei jedem Zeichen führt eine Linie zu einem Ornament. Verbinde die Ornamente derselben Zeichen. Ja, gut. Fangen wir hier oben an. Okay, warte. Ach, warte. Warte. Nee. Ich finde mal den Weg. Ja, ich... Ah! Warte. Jetzt hab ich's. Das hier. Da oben noch sein Partner. Hier. Das hier. Mhm. Sehr interessantes Rätsel. Das habe ich als Kind früher immer gemacht, in diesen Kinderrätselheften. Finde den Weg und erhalte so und so viel Schokolade, wenn du das, die Lösung des Rätsels einschickst. Ich könnte euch vorstellen, wie oft ich Schokolade gekriegt habe in diesen angeblichen Gewinnspielen. Gar nicht. Kenne ich auch noch. Ja. Vor allem von Kinderschokolade gab es das ganz oft. So, gewinnt sie eine Tafel Kinderschokolade. Juhu! Weißt du, du freust dich als Kind richtig drauf, schickst es zwar noch ein, und was kriegst du? Ja, sie haben leider nicht gewonnen. Ja, natürlich habe ich nicht gewonnen. Ja, da kann man auch nicht gewinnen. Da gewinnt keiner. Da gewinnt kein einziger Mensch. Das letzte Mal, wo ich das gemacht hatte, ich glaube, da war ich 10 oder 11. Und da wollte ich ein Star Wars Laserschwert, ein blaues, haben. Hatte das auch alles richtig. Und das letzte, dann kam auch, ja, sie haben gewonnen. Ich warte bis heute noch auf mein Laserschwert. Ich warte da bis heute noch drauf. Ne? So viel dazu. Ich habe eine Dankeskarte gekriegt, dass ich es hingekriegt, also dass ich das Rätsel gelöst habe. Ich will auch eins. Ja, ach Gott, ich will das schon so lange eins. Vor allem, ich glaube, wenn ich irgendwann mal in den Genuss eines Laserschwerts komme, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mir das einfach hier einmal so hinhänge. Huch, warte. Einmal hier so einmal hin. Das sieht bestimmt richtig geil aus. Sieht bestimmt mega geil aus. Okay, Wasser. Wasser ist dieses Symbol hier. So. Das kommt in jemand das Deko. Aber auch so, dass man es dann immer mal wieder benutzen kann. So, falls mein Freund mal Mist baut, ne? Dass ich einmal so was absäbeln kann. So ein Finger oder so. Hier ist Wasser drin. Ein Schlauch. Oh. Mädel. Dafür ist das nicht da. Doch! Zur Züchtigung. Zur Züchtigung von frischen Fässern. Du kannst dir ungefähr vorstellen, was frisches hier für ein Leben führt.
Beste. Nicht gut? Warum denn nicht? Ja geil, wir brauchen eine Schere und wir haben keine. Da hinten ist noch irgendwas. Super. Ich glaube, das kriegen wir nachher alles in Goldfitz zurück. Vor allem nachher, morgen. Morgen bekomme ich das alles in Goldfitz zurück. Ich werde leiden. Rusches wird mich einmal so komplett durch Dreck ziehen bei Goldfit. Einmal so über die Golfbahn. So, da ist das Schloss. Eine Rohrzange. Da ist die Rohrzange. Ich darf die Rohrzange nicht anfassen. Ist auch okay. Hier müsst ihr einen Spaß haben. Oh ja, den haben wir. Den haben wir. Also ich zumindest. Ich bin im siebten Himmel. Und nein, ich meine nicht die Bar bei Final Fantasy VII. Immerhin einer von euch. Das beruht auf Gegenseitigkeit, ja? So, da. Also wenn das ein Tiger ist, bin ich Rudolf. Ölkanne. Ölkanne. Uhr. Schachteil. Eule. Wo ist denn eine Eule? Da. Ein Mikroskop. Ein Löffel. Ein Fährtenmesser. Aber was soll ich mit dem Fährtenmesser machen? Kann mir doch mal einer sagen, was ich mit dem Fährtenmesser machen soll? Beim Maskenteil weiß ich's. Ah, da, ich hab's gesehen. Bären. Und Elefant. So. Und jetzt können wir bestimmt das Schlauchteil abschneiden. Manchmal sind die Objekte da echt komisch. Ja. Wie gesagt, wie vorhin auch zum Beispiel, man musste eine Notiz suchen. Und du suchst die ganze Zeit halt nach Blättern, wo halt Notizen drauf sein könnten. Und was sind denn am Ende die Notizen? Noten. Das sind für mich keine Noten. Keine Notizen. Wären sie jetzt auf dem Blatt Papier und dann Schriftbau oder sowas, dann wären das für mich ja noch Notizen. Aber, ja. Ja. Manchmal ist es doch sehr seltsam. Aber, jedes Wimmelbild hat einen Makel. Nicht was mit so den Notizen zu tun, nee. Überhaupt nicht. Aber das erlebe ich immer wieder bei den Spielen. Ich brauche eine Kelle. Aber die Logik jetzt. Rein theoretisch müsste das Objekt, solange wie ich jetzt dafür gebraucht habe, Wasser zu finden, schon längst abgekühlt sein. Und als wenn einmal Wasser draufkippen, ist direkt abkühlt. This is unbelievable.
The water is burning. Klar. Jetzt brennt Wasser auch noch. Genau, das Wasser brennt. So. Ah. Truhenschlüssel. Ja, nie, ist klar. Zum Glück geht das Spiel ja nicht mehr so lange. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, nee. Das Wasserexperimente haben ausgezeichnete Ergebnisse gebracht. Die alten Proben enthält den Geruch, die Farbe und am wichtigsten den Geschmack von reinem Wasser. Gute Arbeit. Keine Autopsie wird im Blut des Toten Gift entdecken können. Es gibt nur einen negativen Effekt. Die Flüssigkeit brennt. Nur so kann man es von einem echten Wasser unterscheiden. Die folgende Formel kehrt die Wirkung wieder um und das Gift wird zu reinem Wasser. So, jetzt hast du die Erklärung, warum das Wasser brennt. Oder habt ihr die Erklärung, warum das Wasser brennt? Es ist verzaubert. Magisches Wasser. Quasi. So, was waren das jetzt für Symbole? Kreis, Schnörkel, Kelch. Kreis. Oh, ja klar, da kann ich jetzt auch noch nicht mehr drauf gehen, oder was? Kreis, Schnörkel. Achso, okay. Salz, Kupfersulfat und Essig. Ja, gut, dass wir das alles schon haben, ne? Oh ne, warte. Nein, nein, nicht dahin. Also. Kupfersulfat. Essig. Salz. Jetzt haben wir eine Kelle mit reinem, kalten Wasser. Schon aber nicht mehr so hin. Ja, was anderes können wir ja eh nicht machen. Wir können ja bei den Entwicklern kein Veto einlegen. Wäre eine Möglichkeit, aber das Spiel ist von 2010, glaube ich. Ich glaube kaum, dass sie das Spiel rausnehmen. So, jetzt haben wir das Amulett. Toll. Dann gehen wir mal dahin. Hello? Who's there? Is anyone there? Eva, it's Adam. You're never going to believe this. I'm under arrest. It is completely bogus. I've been charged with attacking my grandfather. Some woman claims that I left from the shop last night. This is totally unbelievable. Listen, Adam, I'm almost completely sure that Carl Schwarzenberg is still alive. There is no body in his crypt. I also found a secret room in the house. I found the stolen jewelry box and the amulet there. I have these things with me now. Eva, I'm sure you're in danger. Adam, something really horrible is going on here. I'm so scared. So scared. Mr. Carl might have sent a golem to catch me. The door is very heavy. Okay, es wird rasch wie möglich nach oben. Gut, dann eilen wir nach oben. Ich sollte versuchen, eine Puppe zusammenzustellen, um den Golem in die Irre zu führen. Nein. Ernsthaft? Okay, Flicken. Glocke. Sicherheitsnadel. Camilla. Bifi. Teller. Horusauge. Schlief so gut.
Schmetterling, Anker, Ledermaus, Herz, Apfel, Stift, Armreif, Messer, Pfeil. Mensch, das lief schon mal ganz gut. Aber wir brauchen noch einen Schlüssel. Scheiße. Gut, ich glaube, da... Okay. So, Schlüssel. Das Ding fix. Ja, bis auf jetzt das mit dem Schlüssel, aber ich habe nicht gewusst, dass ich das Ding da einmal nehmen kann. Vor allem in der Zeit, wie wir das jetzt hier machen, da müsste doch der Golem schon längst hier drin sein. Kann mir doch keiner erzählen, dass ihr jetzt einfach mal so lange wartet, bis wir hier fertig sind. Das wird doch hier mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Der wartet extra, bis du ihn aufhalten kannst. Ja. Merke ich schon. So, das Ding können wir jetzt auch endlich öffnen. Schuhe. Dass er sich einfach im Schrank versteckt. Ja, klar, jetzt darf ich auch noch die Köpfe aussuchen oder was? Sag mal. Spielen wir jetzt hier Kleide unsere Puppe ein. Das hier. Das hier. Das hier. Ich werde närrisch hier. So, der hier. Der hier. Der hier. Der hier. Der nicht. Der hier bestimmt. Ja. Ja. Nee, der nicht. Der auch nicht. Der hier? Ja. Aber was uns fehlt, ist eine Sonnenbrille. Soll ich denn jetzt hier eine Sonnenbrille herkriegen? Wo hab ich denn jetzt hier eine Sonnenbrille übersehen? Da! Sonnenbrille. Ja! Ich weiß nicht, wofür die Attrappe eine Sonnenbrille benötigt, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine Sonnenbrille haben. Das ist unsere Attrappe. Weil man sich auch mit einer Sonnenbrille hinlegt. Ja, okay. Bitte darauf rein. Ja, der Golem. Er sieht uns auch nicht, weißt du? Wir gucken noch so zur Hälfte raus. Starrt uns an. Aber er sieht uns nicht. If Mr. Carl had the jewelry box, then Mr. Novak must have been attacked by the golem too. I need to get into the shop and search for some clues. Sieg über den Golem. Genau. Sieg über den Golem. Mhm. Gut. Nee, ist halt nur ein Hobbygut. Ja, stimmt. Vollzeit tut er was anderes. Vogel. Fehl. Knopf.
Das Krönsche. Was? Tarot. Uhr. Hauptberuflich baut er Puppen. Naja, aber wenn er Puppen baut, dann müsste er doch wohl den Unterschied zwischen einem Menschen und einer echten Puppe erkennen. Oder? Also, das wäre dann aber eine sehr schwache Leistung. Puzzle. Stimmt, wir haben hier vom Anfang an hier noch das Puzzle. Eigentlich schon, der Kunde, aber nicht. Ah, schön. Kajon? Was ist ein Kajon? Ich meine, vielleicht bin ich jetzt gerade blöd, aber... Dragon, vielen lieben Dank für deinen Raid. Vielen lieben Dank. Music Time. Ja. Kamerafilm. So, was ist ein Crayon? Crayon. Hey Dragon, ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Ich hoffe, es geht dir gut soweit. Eine Schachtel. Ich bin gerade zu blöd, ey. Wir sehen sie nichts. Doch, eine Haarnadel. Die habe ich gefunden. Und ein Schachtel. Das habe ich auch gefunden. Ja, aber gut, aber die Stimme tut gerade weh. Warum das denn? Was ist denn passiert? Ich bin blöd. War doch ein Bleistift, oder nicht? Naja, okay. Gut. Kajon ist ein Bleistift, scheinbar. Gut. Ist auch okay. Warum nicht? Gott, freue mich schon auf das nächste Spiel. Das ist ja hier. Die Felsbrille hat ein bisschen gedrückt. Nach 3,5 Stunden. Ui, okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ich würde nicht mal eine Stunde mit der VR-Brille aushalten. Oh, ja. Stimmt. Wie die Ratte. Oh. Jetzt müsste man sich mal vorstellen, wenn ich einen 24-Stunden-Stream mit VR-Brille gemacht hätte. Wenn ich so eine hätte. Ich glaube, ich wäre danach tot. Ich glaube, ich wäre eine Woche lang out of order. Dann doch lieber so. Aber irgendwann möchte ich auch mal vorher spielen. Aber ich glaube, erst mal privat, bevor ich da irgendwie... Wahrscheinlich ich mich generell nicht überall gegen. So, jetzt können wir auch unsere Kamera hier benutzen. Beziehungsweise unseren Film. Wofür wir das allerdings brauchen, ist ja schon wieder... Ach, um die Spuren, glaube ich, zu fotografieren, oder? War da was? Ja. Ja. Okay. So. Müssen wir überall die Spuren suchen für diesen blöden Golem. Ich bin schon am Überlegen, was ich dann hier noch spiele. Ich habe ja eine sehr große Auswahl an Spielen, die in diesen 24-Stunden-Dilemma bekommen. 24 Stunden wie 10 Fitnessstudio geht ja gerade nicht. Ja, stimmt. Die etwas andere Art Sport zu machen. Muss ich da echt jetzt jedes Ding hier? Tatsache.
Ich muss jeden einzelnen Fuß stapfen. Oh. Ich hasse dieses Spiel. Na gut, man kann sich wenigstens drüber lustig machen. Das ist ja noch das Highlight hier. So. Lass mich raten. Fußstapfen raten? Ja. Finde die Paare der ähnlichen Fußabdrücke. Es hat immerhin seine Momente. Ja, stimmt. Es hat seine Höhen und seine Tiefen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele hatte ich jetzt in meiner Liste drin? Für heute. Keine Ahnung. So. Das einmal. Dann hier einmal das Ding. Und... Ach du Gunde, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6 Hauptspiele und mehrere kleine Spiele. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, stimmt, einige. Mehr als genug, um 24 Stunden wach zu bleiben. So, hier fehlt ein C, da auch. Das ist der Dreierfuß, das ist das. Das ist der mickrige Kleine. Das dazu. Da. Paraffin bin ich Gott sei Dank relativ gut. Deswegen habe ich als Kind auch immer gerne Memory gespielt. Time to get some sleep, Eva. The time has come. Ich glaube immer noch, dass er ein weißer Wanderer ist, wegen der Augen. Er hat blaue Augen. Eisblaue Augen. At Rudolf II's court, the black alchemists tried to create an artificial man, a golem. He was to become the defender of the empire. But in reality, its creators wanted to seize Rudolf's empire first and the whole world after that. If the emperor's heir had been sacrificed, the golem would have possessed such an amazing superpower. Ava, my princess, I will weaken the spell. Ich werde die Batterie nicht aufbauen. My magic will wake you up, 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 wake you up. The girl is going to be asleep for a while. She won't be able to escape. I've taken the amulet. I hope there won't be a failure again, such as there was with her sister. It was a miracle to find Sarah's sister after so many years. It was easy to lure the naive Eva to Prague. Carl, this boy Adam can prevent us from reaching our goal. Don't you worry, Anna. The golem will take care of him. Now we must prepare the ritual. Adam, I need to let him know. Wo sind wir denn jetzt gelandet? They have taken everything except for the jewelry box. Ja, und auch alles, was wir im Inventar besessen hatten. Okay. Gut. Wir dürfen nochmal wimmeln. Aber wir nähern uns tatsächlich jetzt sehr stark dem Ende. Danach mal gucken, was es dann gibt. Wie gesagt, die Auswahl ist ja riesig. Guck gerade selber mal. Das ist ja bald durch. Ja. Ist ja eines der Spiele, die meistens donnerstags kommen. Eines der Donnerstagabendspiele. Genauso wie. Warte. Brothers. Brothers kommt meistens ja auch. Da kam jetzt. Vor einer Woche. Da hatten wir mit angefangen. Ist das die Münze? Ja.
Lupe. Aber schön, dass die Katzen so gut ankommen. Das Schwiegelstern durchgegangen bei den Katzen. Ja, ich weiß gar nicht, ob man den fangen muss. Bin mir da gar nicht so sicher. Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, was man da tun kann. Man kann auf jeden Fall bei diesen Avataren auch Duelle machen. Aber auch da weiß ich noch nicht, wie es geht. Das habe ich erstmal vorläufig ausgestellt. Nicht, dass einer plötzlich den Command macht und ich hier komplett überfordert bin und das ganze System einmal abkackt. Weil ich nicht weiß, was man da tun und lassen soll. Ich glaube, der sagt nur springender Stern. Okay. Also wie gesagt, ich muss mich da echt nochmal so ein bisschen durchfuchsen, was das hier ist. Das kann man sich auf jeden Fall bei Steam kaufen. Das heißt Stream Avatars. Da kann man sich das dann holen. Da kann man dann auch verschiedene Sachen runterladen für, wie gesagt, halt von Final Fantasy, Digimon, Pokémon. Schlag mich tot, was da alles noch ist. Ist mir Sternschnuppe. Oh Gott. Der war flach. Der war flach. So, ich finde ja auch keine Rose. Schlange. Die Schlange finde ich. Löffel. Aber die Rose finde ich immer noch nicht. Pegasus. Pegasus ist klar. Oh, Rohrzange, Rohrzange, Rohrzange. Klar, das ist jetzt plötzlich wieder eine Rohrzange. Als wir vorhin eine Rohrzange gesucht haben, das war keine Rohrzange. Gabel. Feder. Geheimnis des Toten. Wie löse ich das Geheimnis des Toten? Viel wichtiger ist, wo ist die Rose? Pfeife. Gute Frage, gute Frage. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Da ist die Flasche. Gut, da ist eine Flasche, aber es ist keine Flasche. Ja, ganz klar, es ist eine Flasche. Ich hätte jetzt eher das da unten vermutet. Aber... ja, ne? Das ist die Pfeife, auf die ich 2030 mal geklickt hatte. Aber sie wird uns jetzt erst erlaubt, angeklickt zu werden. Wo ist die Rose? Wer hat die Rose? Ernsthaft. Okay. Jetzt nur noch das Geheimnis des Toten lüften. Ich sehe den Vorschau, aber das ist nicht hilfreich. Nein. Nein, das ist in der Tat nicht hilfreich. Okay, das Geheimnis des Toten können wir noch nicht lüften. Nein, nein, nee, nicht wieder zurück. Hier ist ein Seil. Gut. Stein. Seil. Ich frage mich echt, wo wir jetzt hier gerade eingesperrt sind. Wenn ich das Fenster erreichen möchte, brauche ich ein Seil mit einem Haken dran. Hm. Ring. Horn. Ein Kelch ist aus Gold. Ist so stabil und wird säureständig sein. Okay. Nee, brauche ich noch nicht.
Nee, brauche ich auch noch nicht. Gut. Okay, da kannst du dir lange suchen. Ja. Denke ich mir auch gerade. Kann ich da jetzt irgendwas mitmachen? Ohren. Ich brauchte ernsthaft den Scheißring dafür? Ich habe das jetzt einfach mal so auf Spaß gemacht. Aber ich brauchte da echt den Scheißring für? Ernsthaft? Uff. Einfach nur uff. Ich bin das so dringlich ins Feuer geworfen. Das ist doch voll logisch, wenn man nicht blöd aufkommt. Helfe es. Ja, oh Gott. Nee. Ganz ehrlich, wer soll darauf kommen? Ganz ehrlich, da hätte ich lange zoomen können. Weißt du, selbst das Horn hätte ich vielleicht noch irgendwie verstanden. Oder den Stein, den Schädel einschlagen. So, einfach drauf und der Schädel bricht, das wäre logisch gewesen. Hätte ich gesagt, gut, okay, ja, passt. Aber das? Ja, nee. Ich zerstöre eine Schachtel. Und daraus entsteht Säure. Funktioniert das wirklich? Hier ist meine ganz blöd gemeinte Frage. Ich weiß nicht, vielleicht war da ja vorher noch irgendwas drin. Wir brauchen immer noch einen Haken. Ach. Ah nee, wir brauchen auch noch ein Seil. Ja. Gut. Das ist nie gut. Ja, ich verstehe gerade nur nicht. Wir brauchen noch ein Seil. Das ist gerade das Problem, was ich habe. Oh, okay. Da war ein Seil. So. Jetzt erstmal wieder unsere magischen Zeichen hier reinpuzzeln. Nein. So. Dahin. Du dahin. Dahin. Und du dahin. So. Das jetzt einmal mit Säure und dann kommen wir wieder raus. So I'm free. But Carl wanted to use the golem to catch Adam. He must be stopped. Adam told me that John Dee's ancient laboratory was in his cafe somewhere. Hopefully I can find a way to defeat the golem there somehow. Also wohin? Oh Gott, wir dürfen überall hin. Überall hin. So. Bin entzückt. So. Jetzt wäre es praktisch gewesen, wenn ich unten ein Klo hätte. Wir machen jetzt erstmal noch. Ah Gott. Na gut, wir können jetzt hier erstmal noch nirgendwo wieder. Uns hinporten. Wir müssen alles wieder selber erkunden. Da geht's nicht rein. Mhm. Hier liegen Streichhölzer.